Moin und willkommen bei Kick mal rin. Heute sind wir in Niebüll unterwegs, direkt bei der Bildungs- und Arbeitswerkstatt Südhondern. Der Geschäftsführer Hauke Brückner erwartet mich gleich und will mir einiges zeigen. Ich hab Lust, komm! Moin Hauke! Moin David! Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin der Einladung gefolgt. Was ist das eigentlich, was ihr alles tut? Unser Kerngeschäft ist, wir begleiten junge Menschen im Übergang von Schule in Arbeit, in Ausbildung. Wir haben hier 7 Werkstätten im Haus, wir haben 2 Küchen, den Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Dort bieten wir Trainingsräume an, um die Jugendlichen fit zu machen, einfach damit es gut klappt, wenn sie bei uns fertig sind. Ja, das klingt gut. Na, das ist gut. Jetzt sind wir hier in der Malerwerkstatt. Was geschieht hier alles so bei euch? Ja. In der Berufsvorbereitung ist es tatsächlich so, dass die Jugendlichen ja verschiedene Bereiche kennenlernen dürfen, weil wir berufliche Orientierung als Schwerpunkt haben. Was ist das, was das hier so besonders macht oder wie stärkt das die Menschen? Also unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also da ist uns unglaublich wichtig und die Philosophie unserer Arbeit, dass wir am Stärkenansatz ansetzen. Also wir schauen, wo die Kompetenzen sind. Sie wissen relativ häufig, was sie nicht ganz so gut können. Also ist es unsere Aufgabe, auch über die Kompetenztafel, die wir als Methode einsetzen, ihnen eben aufzuzeigen, was sie schon alles können. Damit stärken wir ihr Selbstbewusstsein und ihre Möglichkeit, sich dann auch nach außen darzustellen. Und das ist halt für unsere Arbeit unglaublich wichtig. Ja, jetzt bin ich bei dir mitten wirklich in der Arbeit mit drin. Aber sag mal, was macht dir eigentlich hier so viel Spaß dran? Die Rastervergrößerung, die wir ganz zu Anfang gelernt haben, das war eines unserer ersten Projekte. Wir durften uns dann irgendwann an den Wänden austoben und dabei sind tolle Wände entstanden. Also wirklich, das hat einiges an Arbeit gekostet. Die hat 2 Wochen gedauert, die 3 und die draußen, glaube ich, fast einen Monat. Wenn ich so fragen darf, wie ist eigentlich deine Entwicklung in all der Zeit? Gute 10 Monate sind es ja bereits. Was hat sich alles so bewegt? Als ich hierher gekommen bin, also ich wusste halt, dass ich hier Praktikas machen kann, um mich noch umzugucken, weil ich mir nicht berufssicher war unbedingt. Also ich wusste, ich möchte Kfz machen, aber weil ich mir nicht unbedingt sicher war, ob mir das auch gefällt in der Werkstatt, dann habe ich halt die Praktikas hier genutzt. Ich habe einmal Autolackiererei ausprobiert, dann habe ich nochmal Einzelhandel probiert. Das war aber alles beides nicht meins und ganz zu Ende habe ich Bäckerei-Fachverkäuferin ausprobiert. Und darauf bin ich sitzen geblieben. Und jetzt werde ich Bäckerei-Fachverkäuferin im September. Ich fange meine Ausbildung an. Das heißt also, du hast binnen eines Jahres wirklich deinen Weg gefunden, beziehungsweise auch dein Ziel erreicht? Ja. Wir haben verschiedene Programme, womit wir Schüler unterstützen wollen, dass sie schon in der Schulzeit auch herausfinden, was ihre Stärken sind und was ihr Traumberuf sein könnte. Da haben wir einmal das Berufsorientierungsprogramm. Da machen wir erstmal ein Gespräch mit denen, dass sie herausfinden können, was sind ihre Stärken und für welche Berufe könnten sie sich eventuell interessieren. Und danach kommen sie dann nochmal in die Werkstatttage zu uns, wo sie dann 10 Tage die Möglichkeit haben, hier einmal in die Werkstätten reinzuschnuppern. Jauke, vielen, vielen Dank für den Einblick bei euch. Es ist wirklich herzhaft, was ihr hier tut. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was wir hier so in Niebüll tun. Wir sind hier oben so der zentrale Bildungsträger und freuen uns immer, wenn wir uns vorstellen können. Wir bieten hier einfach das gesamte Instrumentarium des Übergangs unter einem Dach an und das Ganze aus einer Hand und das ist was ganz Besonderes. Und das Wichtigste, da sehe ich auch, ihr tut es für den Menschen. Ja, und das tun wir mit Leidenschaft. Das ist schön zu hören. Behalt das bitte bei und wir sehen uns dann bestimmt bald wieder. Danke fürs Kommen. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die BAW Südhondern wirklich allen Mitbeteiligten eine Herzensangelegenheit und junge Menschen bekommen eine Zukunftsperspektive. Kick mal rein!